Hallo und herzlich willkommen bei MG Kitchen TV. Sauber, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute Matze Rossi in unserer Küche. Der spielt erstmal zwei Songs, danach wird gemeinsam gekocht und dann abgewaschen. Viel Spaß! Vergessen ist doch egal. Ich bin und ich glaub an die Liebe, Natur und das Gute in uns allen. Und nehm es, dass ihr jetzt so hippiesco. Ich bitte euch, ist doch besser als Angst, Hass und Tristesse und nebenbei erwähnen. Ich kann noch immer ziemlich wütend. Ja, Dostojewski hat's gewusst und ich weiß es auch. Sehen immer nur so viel, wie wir uns trauen und meine Lektion gelernt. Ich übe mich im Glücklichsein, aber manchmal ist es gar nicht so leicht. Ich bin nicht allein. Du weißt, Chancen kommen und Chancen gehen. Hol deine besten Kleider, wir müssen durch den Dreck ziehen. Und wir wollen noch gut aussehen. Ja, wir wollen noch gut aussehen. Und deine Chancen kommen. Deine Chancen gehen. Und du kannst so gut aussehen. Ja, du kannst verdammt gut aussehen. Und all die Farben, der Klang, der Duft und das Licht zaubern mir jeden Tag aufs Neue ein Lachen aufs Gesicht. Und ich hab immer gewusst, dass da noch viel, viel mehr ist. Ja, es gibt so viel zu entdecken. Ich will alles, wirklich alles sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen, jeden Moment mit euch und mit dir zählen. Ja, ich liebe dieses Leben, ich habe es immer geliebt und ich will es schätzen und leben, bevor ich es verliere. Also übe ich mich schon mal in Achtsamkeit. Aber manchmal ist es gar nicht so leicht. Ich bin nicht allein. Du weißt, Chancen kommen und Chancen gehen. Hol deine besten Kleider, müssen durch den Dreck ziehen. Und wir wollen noch gut aussehen. Ja, wir wollen noch gut aussehen. Und deine Chancen kommen. Und deine Chancen gehen. Und du kannst so gut aussehen. Ja, du siehst verdammt gut aus. Zusammenkommen und ein paar Tage für mich singen. All die Menschen, die ich je getroffen habe,
Was für eine Vorstellung, gemeinsam an mein Grab. Nicht mal sterben muss, nicht mehr bin. Sollt ihr zusammenkommen, ein paar Tage für mich singen. Dann könnt ihr alle wissen lassen, mit Tränen lautem Lachen. Mein Leben war gut und ich würde fast nichts anders machen. Ich würde mich wieder in dich verlieben. Ich würde mit dir auch unsere drei Kinder kriegen. Ganz sicher würde ich mich hier wieder verirren und am Ende aus meinen Fehlern lernen. Ich würde die Welt bereisen, der Sehnsucht nach Jahren, das Leben abfeiern in den Nächten wie zu Tagen und das Unglück betrauern, zärtlich in die Arme nehmen, weil nur die Liebe alles heilen kann und wir uns alle danach sehnen. Wenn ich mal sterben muss und nicht mehr bin, sollt ihr zusammenkommen, ein paar Tage für mich singen. Hebt die Gläser auf das Leben und das Licht. Das Licht, das in uns brennt und nie erlischt. Und ich werde strahlen, reiten auf dem Klang. Alles ist ein Wandel, alles nur Übergang. Und ich glaub an alle, meine Freunde, an meine Familie, an unsere Träume, an jeden noch so dumme, unreife Entscheiden, an den Klang dieser Welt und eine Bestimmung, an die Liebe und das Leben und dass wir alle frei sind, an Karma und den Tod, an Rücken und Gegenwind, an Luft, Wasser, Feuer, Erde und Äther, wie sie in uns toben, ey, wir sehen uns dann später wieder. Sterben muss und nicht mehr bin, sollt ihr zusammenkommen und ein paar Lieder für mich singen. Yes. Hallo und herzlich willkommen bei MG Kitchen TV. Schön, dass ihr noch dran geblieben seid. Heute in unserer Küche Senior Matze Rossi. Hallo. Wie soll ich dich jetzt eigentlich ansprechen? Matze Rossi ist gut. Matze Rossi, okay. Genau. Ist dein richtiger Name? Nee. Matze ja, Rossi nein. Okay, Künstlername. Genau. Der wurde mir mehr oder weniger gegeben sozusagen. Der wurde dir gegeben? Wer hat dir den gegeben? Ein guter Freund von mir aus Würzburg, der Konzerte veranstaltet hat. Als ich damals mit meiner Punkband Tagtraum unterwegs war, habe ich ein Lied geschrieben, das hieß Herr Rossi sucht das Glück, angelehnt an diese Zeichentrickserie aus den 70er Jahren. Ich erinnere mich. Genau, ganz großes Kino. Rossi. Genau, der sucht das Glück und da habe ich einen Song drüber geschrieben und als dann ich angefangen habe, Solo zu spielen, da stand immer drauf Matze von Tagtraum und dann hat er irgendwann mal hingeschrieben, ach, Signore Matze Rossi heißt das und fertig. Und dann habe ich den Namen gehabt und habe ich das so übernommen. Okay, dann hast du quasi auch das Glück gefunden. Wir haben auch Glück, dass du heute hier bist und wir kochen jetzt gemeinsam. Genau. Was machen wir? Was ist das Rezept? Das Rezept ist ein ganz leckeres indisches Curry. Und zwar mit Kichererbsen, Spinat, Karotten und Kartoffeln. Genau. Ein paar Zwiebeln, ein bisschen Knoblauch. Ich habe, glaube ich, die A-Karte, weil ich kümmere mich jetzt hier drum. Genau, das ist sehr gut. Ich mache die Kartoffeln klein. Gut, du gibst mir zwischendurch ein paar Anweisungen, aber ich glaube, hier bin ich erstmal lange beschäftigt. Als erstes die Zwiebeln, weil die können wir gleich in den Topf tun. Hätte ich schon falsch gemacht. Weil Zwiebeln sind der Geschmacksträger, die müssen wir auf jeden Fall als erstes machen. Du kennst dich aus mit Kochen, wie ich merke. Ja. Kochst du gern? Ich koche sehr gerne. Das ist eine gute Voraussetzung. Du bist Veganer, ne? Genau. Mhm.
Aus freien Stücken, mehr oder weniger, oder ist das einfach so? Ja klar, ich mache eigentlich alles aus freien Stücken. Ja. Ist eigentlich auch logisch, ne? Man macht es ja, wenn aus freien Stücken. Aber du hast mich noch mal Fleisch gegessen, oder? Ja, als Kind habe ich Fleisch gegessen. Also ich esse Fleisch nicht mehr, seit ich 15 bin. Ja. Okay, das ist jetzt schon was länger her, ne? Ja, ich bin ja schon alt jetzt. Das sind wir selber. ja, Essen ist Geschmackssache, genauso wie Musik. Und ich habe erfahren, dass du sehr viele treue Fans hast. Ja, ist ja zum Glück. Die freuen sich mega, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich ja auch, dass ich bei euch bin. Ja, kannst du auch. Ich fange bestimmt gleich an zu heulen, aber da muss ich jetzt mal durch hier. Zu Recht. Du hast ein neues Album, quasi eigentlich ab März wird es released. Genau. Das heißt, ich fange Feuer. Genau, am 18.03. kommt es raus. Ich fange Feuer auf Antics Records. Genau. Da gibt es aber schon ein Video zu, also eine Single-Auskopplung kann man sagen. Ne? Genau. Das heißt, Moment, wo habe ich es notiert? Wenn ich mal. Wenn ich mal heißt das ganz genau. Das ist auch in der Küche entstanden, und zwar im Studio, als wir auch wieder mal gekocht haben, während den Aufnahmen, haben wir uns einfach gedacht, so, wir nehmen das jetzt nochmal live auf. Also das ist auch gar nicht die Studio-Version, die man da hört auf dem Video, sondern das ist einfach mit zwei Mikrofonen in der Küche aufgestellt und gespielt. Warum habt ihr euch für die Küche entschieden? Weil so eine Küche eigentlich immer so, also ich bin auch in der WG groß, also lange Zeit in der WG gewohnt, und Küche ist eigentlich immer so ein bisschen so der zentrale Ort, wo sich alle treffen. Und das stimmt. Das ist auch im Studio tatsächlich so. Also wir haben auch die Platte, das ist das Schöne an der Platte, dass wir die live aufgenommen haben, alle in einem Raum zusammen aufgenommen, nicht in der Küche zwar, aber wir haben dann praktisch auch immer gleichzeitig den Raum verlassen, sind alle in die Küche gegangen, haben da gegessen, Kaffee getrunken, uns unterhalten. Und da kam dann eben die Idee von dem Andreas Deininger, der das gefilmt hat, lasst uns das in der Küche machen, weil das eben so auch dieser Platz ist, wo sich alles Weil da auch der Kühlschrank steht. Da ist immer Bier drin, Essen, deswegen soll man im Wohnzimmer sitzen. Genau, das ist völlig ganz genau. Ich finde es großartig, weil man muss es kurz erklären, du sitzt da erst alleine und dann später kommen so nach und nach die Mitmusiker dazu. Genau. Ein wildes Treiben von vielen Menschen mit einem sehr schönen Song. Ja. Wobei der Song ja eigentlich recht traurig kann man, aber melancholisch ist. Ne? Melancholisch, ja, also das schon. Ja. Setzt du dich viel mit dem Tod auseinander? Ja, ist ja auch ein großer Teil vom, oder das Ende vom Leben sozusagen. Ja, oder der Anfang. Oder der Anfang von dem Nächsten, was dann kommt. Ja. Ja, und ich denke schon, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also jetzt nicht, dass man jetzt die ganze Zeit mit in Todessehnsucht oder in so Teenage-Angst verbringt. So. Das bin ich jetzt mit, wie alt bin ich jetzt? Mit 38 ist es bei mir schon ein bisschen. Schreib dir das auf. So, ja. Oder irgendwo tätowieren mal. Das ist dann halt auch doof, weil das dann natürlich dann. Das verändert sich. Aber das ist ein Vorteil, dann kannst du mal sagen, ich bin immer noch 38. Genau. Aber du hast keine Angst vorm Tod? Nee. Also jetzt würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt irgendwie in eine Situation kommen würde, wenn ich krank werden würde, dann hätte ich vielleicht Angst vor den Schmerzen oder vor den Momenten, wo ich dann praktisch da auf den Tod zugehe. Aber so jetzt direkt vor dem Sterben habe ich jetzt keine Angst, weil also es ist unausweichlich. Und habe ich mich, glaube ich, so lange jetzt mit auseinandergesetzt, auch so mit meinem Yoga und mit allem, was ich so mache, dass ich da eigentlich im Prinzip jetzt so sagen könnte, dass ich jetzt versuche, da das mit Achtsamkeit oder mit einem Bewusstsein so wahrzunehmen. Genau. Ja. Ich finde, im Song hört man jetzt auch nicht unbedingt, dass du da großen Schiss vor hast. Aber es wird halt so behandelt, dass man das Leben auch genießen soll. Und an einer Stelle singst du, dass du dir wünschen würdest, dass viele Leute zu einer Beerdigung kommen würden und dann ein Liedchen singen sollen. Genau. In welchen Song würdest du denn dann am allermeisten wünschen, was die Leute singen können? Oh, da, also auf jeden Fall halt so, finde ich, so Sachen, die mir halt jetzt so aus meiner Punkrock-Geschichte oder Zeit gut gefallen. Also so. Jetzt spontan würde ich also vielleicht so alte Sachen von, obwohl das kann man jetzt natürlich nicht so gut sehen. Aber deine Freunde wissen wahrscheinlich was. Ja, also ich hoffe, dieser Gedanke mit dem Lied singen hat eigentlich so zwei Hintergründe. Der eine ist der, dass ich es schön fände, wenn dann einfach die Leute zusammenkommen und da singen. Und ich singe auch in dem Stück, gibt es auch so eine Stelle, ich werde strahlen und reiten auf dem Klang. Das hat so ein bisschen so einen Yoga-Hintergrund. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man stirbt, praktisch die Sinne nicht mehr so wahrnimmt. Oder also, kann ja keiner nachvollziehen, wie es dann tatsächlich ist. Man weiß es nicht. Aber in der yogischen Philosophie wird es eben so behandelt, dass man dann praktisch akustische Sachen noch wahrnimmt. Und dass das halt einen praktisch auf die
nächste Seite begleitet. Und von daher kommt dieser Gedanke, und da gibt es auch spezielle Yoga-Mantren zum Beispiel. Das finde ich zum Beispiel ziemlich cool, wenn dann meine ganzen Punker-Freunde oder auch die mit mir für mich sowas singen würden. Das finde ich zum Beispiel ziemlich gut. Aber sonst auch Stücke, die halt irgendwie so mir gut gefallen. Also klar, irgendwie, also Punkrock ist jetzt natürlich ein Solo oder Akustik oder A Cappella ein bisschen komisch, aber Hauptsache, die kommen zusammen und singen. Hauptsache, die kommen zusammen ja. und singen, genau. Weißt du, warum mich das ein bisschen erinnert? Kennst du den Film Big Fish? Ja, genau, von Tim Burton. Super. Das erinnert mich auch daran, weil da gibt es nämlich auch am Ende diese Stelle, wo irgendjemand stirbt. Ich weiß gar nicht mehr, wer. Der Vater, oder? Genau. Und da kommen auch die ganzen, ich nenne sie jetzt mal Freaks, die da so rumlaufen, mhm. dieser eine lange Typ und so, die kommen ja alle zusammen auch am Ende. Und da hat mich ja direkt dran erinnert. Das ist yeah. eine coole Szene auch in dem Film. Ja. Aber es ist schön, dass du den auch kennst. Der macht auch Yoga. Der Tim Burton macht auch Yoga? Das ja. wusste ich nicht. Hast du dich da mal schlau gemacht? Oder? Ja. Also jetzt nicht direkt wegen dem, aber so insgesamt. Also so habe ich mal gelesen, irgendwo in irgendeinem Interview. Ja, wenn du das sagst, glaube ich jetzt einfach mal. Das ist ziemlich heftig hier mit dem Zwiebeln, sehe ich gerade. Ist gut, ne? Ja, das ist super. Ehrenvolle Aufgabe. Du hast ja eine Brille auf, das ist ja auch besser nochmal. Das bringt nichts, das geht durch die Nase. Stimmt. Das bringt gar nichts. Habe ich neulich sogar erst jemand erzählt, dass es durch die Nase geht. Also macht euch nichts vor, es bringt nichts. Ein weiterer Song, das ist einfach so eine wirklich eine ganz persönliche Frage. Wenn das ein Film wäre, da gibt es eine Stelle, da singst du von dem sogenannten Zweifelmonster. Ja. Seitdem ich das gehört habe, versuche ich mir die ganze Zeit vorzustellen, wie so ein Zweifelmonster aussieht. Kannst du mir das bitte mal aufzeichnen? Okay. Echt? Gibt's das wirklich? Also ich habe jetzt auf jeden Fall gerade was im Kopf, wie das aussehen könnte. Ja. Mach mal, ich bin gespannt, weil ich brauch das. Ich kann halt gar nicht so gut malen, ne? Aber dann können wir jetzt hier erstmal so zwei Beine. Ne? So. Ja, sieht doch schon mal gut aus. Macht der hier so. Was ist das? Die Hand, weil der zerrt doch an. Ach so, okay, ja gut. Wir halten das gleich in die Kamera. Das wird ein großartiges Gemälde. Wir werden das auch. Du wirst das unterschreiben und dann werden wir das verschenken. Ich finde, die Welt sollte wissen, wie so ein Zweifelmonster aussieht. Ja, übrigens auch ein neues Tattoo für dich, ne? So. Vielleicht noch ein bisschen mehr Zähne. Ja. So sieht es aus. So sieht es aus. Ich halte das jetzt mal hier rein. Da rein. Nee, er muss das einfach hochhalten. Regie. Jetzt kannst du es. Das ist wahre Kunst. Applaus fürs Zweifelmonster. Jetzt bitte noch signieren, da gibt es nicht einige Leute, die wahnsinnig drüber freuen. Ich bin da nicht der Einzige. Das Ding. Großartig. Hat irgendwas von Pac-Man auch nur, ne? Ja. Ist das ein Begriff, den du dir selber ausgedacht hast? Oder ich habe das nämlich noch nie vorher gehört. Zweifelmonster, ja. Ich auch nicht. Also wahrscheinlich schon irgendwie. Aber du wurdest auch noch nie drauf angesprochen? Nee, bist der Erste, sehr aufmerksam. Yeah, guck mal, ich höre mir die Songs wirklich gut an. Ich habe bis jetzt noch Zwiebel geschnitten, das ist aber egal. Wir halten ja nachher schön die Kameras drauf, dann sehen die Leute auch, was hier genau gemacht wird. Das ist auf jeden Fall sehr gesund. Wenn ich mich jetzt schneide, dann kann ich gar nicht auf Tour gehen, ne? Oh ja, er hat sich tödlich verletzt bei MG Kitchen. Er kann nicht mehr Gitarre spielen. 2016 ist ja noch gerade am Anfang. Hast du da irgendwelche Vorsätze oder ist das generell so eine Sache, die du blöd findest? Nee, die Vorsätze finde ich jetzt nicht generell blöd. Also, aber ich habe jetzt also natürlich einen Plan so, aber ich mache halt das, was kommt und versuche das mir das zu erreichen, was ich mir gesetzt habe, so mit Konzerte spielen und wie viel ich rumkomme und ja. Aber Vorsätze jetzt habe ich jetzt. Brauchst auch nicht, weil du lebst ja schon sehr bewusst. Also bringt ja nichts, wenn du jetzt sagst, ich esse jetzt wieder Fleisch. Du könntest alles rückgängig machen, genau. Ja. Kein Yoga mehr machen, jeden Tag Bier trinken, Fleisch essen, McDonalds reinziehen, aber das ist doof. Ja, das ist doof. Das ist definitiv doof. Lass uns mal nur die Zwiebeln schon mal in die Pfanne, an den Knoblauch genau. ganz am Schluss. Wir sind jetzt fast durch, genau. Aber man hört uns ja, wir haben ja Ansteckmikros. Wir können uns quasi hier frei bewegen und tanzen. Das ist sehr gut. Genau, dann setz ich mal an und dann würde ich sagen, bin ich sehr zufrieden, denn ich weiß endlich, wie so ein Zweifelmonster aussieht. Ich halte mal den Flyer rein. Ich fange Feuer. Matze Rossi. Ja, ist drauf, ne? Sehr schön. 18.03. Release. Wir freuen uns total drauf. Ja. Und auch. Wir sind soweit durch mit dem Interview. Der Signore Matze Rossi, der muss gleich noch abwaschen. Das ist nämlich die schönste Aufgabe bei der ganzen Kochsendung hier.
Der hat die, auch da wieder die A-Karte diesmal, weil ich habe die Zwiebeln geschnitten, du kannst abwaschen. Den sehen wir gleich nochmal und ich sage vielen Dank fürs Einschalten. Freue mich, wenn ihr uns auf YouTube abonnieren würdet. Und immer einen schönen Like auf unserer Facebook-Seite, auch bei dem wunderbaren Musiker hier. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, Essen war super. Hat mir hier echt viel Spaß gemacht bei Kitchen TV. Und wir machen jetzt hier noch ein bisschen sauber. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, weil ich bin im April und Mai, glaube 38 Tage auf Tour. Auf www.mazzerossi.de findet ihr alle Termine. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Ich will das Kriegsbein nicht begraben. In dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei. Und ich fürchte fast, es wird noch ewig lang so weitergehen. Doch solange du bei mir bist, mein Schatz, wir alles überstehen. Viele Freunde sind gegangen, neue sind gekommen, doch du warst immer hier bei mir. Du bist das Balsam meiner Seele. Und eben noch wegen dir steh ich noch hier.